Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von OpenTX und EdgeTX Weekly. Und ja, daran, dass die kleine Jumper-Anlage hier liegt, seht ihr auch mal wieder, dass es tatsächlich um EdgeTX oder OpenTX, naja, OpenTX mittlerweile weniger, oder auch Express LRS gehen wird. Ja, in dieser Folge tatsächlich um Express LRS. Das hatte ich ja auch schon versprochen, dass da nochmal jetzt mehrere Folgen dazu kommen. Das hat jetzt ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich beim Zusammenbauen festgestellt habe, dass mein Vorrat an Standardbauteilen, an einem bestimmten Standardbauteil, einfach zu Ende war. Also das kleine Mäuseklo war hier leer. Jetzt hört man es aber wieder, da sind Bauteile drinne. Ja, das war ärgerlich und es hat einfach ein bisschen länger gedauert. Gut, um was soll es heute gehen? Es soll heute wieder um Express LRS gehen und zwar um Sendemodule, Express LRS Sendemodule. Ich habe hier mal ein käufliches Express LRS Sendemodul. In dem Fall ist es ein Happy Model ES24. Das ist eigentlich ein relativ einfach älteres Teil und das kommt daher in so einem JR Standard Modulgehäuse. Man kann es also dann auch durchaus hier in den kleinen Sender hinein platzieren. Das funktioniert alles soweit ganz gut, mich hat eigentlich, manche mögen sich vielleicht drüber wundern, aber mich hat eigentlich diese Dipol-Antenne dann auch hier gestört. Und da ich mit Express LRS interessanterweise ja auch vorwiegend ja im Funktionsmodellbau unterwegs bin, habe ich mir überlegt, dass man dass es schöner wäre, wenn man auf diese Antenne und so weiter komplett verzichten könnte. Und der motivierende Faktor war eigentlich gar nicht mal unbedingt hier die Jumper T12, sondern es war eher die FreeSky X9E. Kleiner Spoiler, dazu wird es auch noch eine Folge geben. Im Moment lassen wir es aber mal bei der Jumper. Die X9E, die hat ja kein die hat schon praktisch die Möglichkeit, ein externes Modul einzubauen. Dazu muss man aber den Gehäusedeckel abnehmen und das innen sozusagen reinstecken. Das hat dazu geführt, dass ich mir ein neues Modul überlegt habe für den Modulschacht hier. Und das sieht jetzt in nackter Form so aus. Jetzt halten wir das mal ein bisschen näher ran. Das ist also im Wesentlichen eine Platine, die hier in dieses Modulgehäuse reinkommt. Zeige ich gleich, wie das geht. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir hier eben ein Express LRS Empfänger drauf haben mit diesen ganz kleinen Antennen, mit diesen Keramikantennen. Die gibt es in zwei unterschiedlichen Formen. Einmal so wie hier als gewickelt auf so einem Türmchen, wenn man das mal so bezeichnen möchte, auf so einem Keramiktürmchen. Und es gibt die auch in flacher Form. Die bauen alle ungefähr gleich groß, nämlich 1 cm mal 1 cm. Das ist jetzt so einer der billigsten Express LRS Empfänger, den man bekommen kann. Das ist ein Happy Model EP2. Es gibt dann auch von Radio Master mehr oder weniger baugleich ein RP2. Gibt es natürlich auch noch von anderen Marken, sehen alle ungefähr gleich aus. Das wesentliche Merkmal von diesen kleinen Empfängern ist nun, dass sie mit so einem Microcontroller ausgestattet sind. Das ist so ein sogenannter ESP8285. Das sind eigentlich ganz nette Microcontroller. Sie haben Vor- und Nachteile. Und einer dieser Nachteile, der kommt im Grunde genommen jetzt hier zum Tragen. Zunächst einmal habe ich jetzt gesagt, das ist ein Express LRS Empfänger. Jetzt fragt sich natürlich jeder, ja Mensch, ein Empfänger, das soll doch ein Sendemodul werden. Dazu muss man jetzt sagen, dass man im Grunde genommen jeden Express LRS Empfänger auch als Sendemodul oder als Sendeeinheit
ich will nicht unbedingt sagen Sender, weil das stimmt ja nicht. Sowohl die Empfänger wie auch die Sender sind ja Transceiver, sind also sowohl also physikalisch Sender und Empfänger. Ihr wisst, die Telemetrie geht raus und rein. Sagen wir mal so, der Hauptverwendungszweck von dem Teil normalerweise ist ein Empfänger, aber man kann jeden solchen Empfänger auch als Sendemodul benutzen. Dazu muss man die entsprechende Firmware drauf flashen, ganz normal von Express LRS. Ich mache in die Videobeschreibung auch einen Link zu meiner GitHub-Seite. Da steht dann auch drauf, welche spezielle Firmware ihr da drauf flashen müsst. Das war aber auch schon mal in einer OpenTX Weekly Folge angesprochen worden. Ja, das geht mit diesen Empfängern, die mit dem ESP8285 ausgestattet sind. Es geht aber auch mit den Empfängern, die mit dem etwas leistungsfähigeren ESP32 ausgestattet sind. Da muss man noch so ein paar Konfigurationen, wollte ich sagen, durchführen. Ist also im Moment ein bisschen komplexer. Wäre auch teurer und man käme dann schon in die Region von so einem kommerziellen Sendemodul. Gut, okay, jetzt hatte ich eben gesagt, dieses Ding hat hier Beschränkungen. Die Beschränkung, die sozusagen grundsätzlich gilt für beide Arten von Empfängern, also für die ESP8285-basierten als auch für die ESP32-basierten, ist, dass sie eine 5 Volt Stromversorgung brauchen. Und was wir hier finden an dem Connector, in dem JR-Bay, an diesen Pins, das ist die ungeregelte Batteriespannung des Senders. Also wenn wir hier zwei Lithium-Ionen oder Lithium-Zellen drin haben, dann ist das also 7,4 bzw. im geladenen Zustand noch mehr. Das ist also definitiv zu viel für den kleinen Empfänger hier. Deswegen brauchen wir einen Spannungsregler. Den Spannungsregler seht ihr hier. Und das andere, was wir brauchen, ist, und jetzt kommt die hauptsächliche Beschränkung, eine Invertierung des seriellen Signals, was wir hier an dem Pin 1 von dem Sender bekommen, dieses sogenannte S-Port oder der S-Port-Pin. Da liegt ein serielles invertiertes Signal vor. Das kann der kleine Microcontroller hier aber nicht selber invertieren. Deswegen müssen wir ihm da helfen. Wir müssen das hier elektrisch invertieren. Und zum Zweiten ist das eine Half-Duplex-Verbindung, die hier ist. Und der kann eigentlich nur Voll-Duplex. Der hat zwei Pins, einmal für Sendedaten und einmal für Empfangsdaten. Und das auseinander zu dröseln, das ist die Aufgabe der paar anderen Bauteile, die hier noch drauf sind. Ja, okay, die Platine als Leerplatine findet ihr auch auf meiner GitHub-Seite. Das kann man sich also bei entsprechenden Leiterplattenfertigern dann so bestellen. Kostet nur ein paar Euro. Ist nicht besonders teuer, weil das eine einfache Leiterplatine ist. Ist nur zweilagig, also nichts Spezielles, nichts vierlagiges oder achtlagiges oder so. Und was wollte ich sagen? Kann man sich bei dem Leiterplattenfertiger bestellen. Die Dateien dazu findet ihr auch auf der GitHub-Seite. Genau. Okay, dann habe ich hier jetzt so ein leeres JR-Modulgehäuse liegen. Das kann man sich auch als 3D-Druck erstellen. Wer einen 3D-Drucker hat, ich habe ja keinen. Das wäre zu viel Spielzeug für mich. Also verzichte ich einfach ganz bewusst drauf. Aber ich habe mir mal von Radio Master einen ganzen Haufen von diesen leeren Modulgehäusen bestellt gehabt. Die gibt es, glaube ich, momentan nicht mehr, sind aber ganz nett gefertigt und dienen jetzt für diesen Zweck. Also können wir die Platine jetzt da hineinstopfen. Das klemmt ein bisschen. Hier haben wir auch noch zwei Schraublöcher. Da ist das andere. Das können wir natürlich mit Schrauben versehen. Das lasse ich jetzt gerade im Moment mal weg. Und das klemmt jetzt also ausreichend und ab dafür in den Modulschacht. Okay, normalerweise hätten wir das jetzt zugedeckt mit dem Teil. Das lasse ich auch mal weg.
Okay, dann wollen wir das Ganze mal ausprobieren. Und ich nehme dazu einfach mal einen kommerziellen Empfänger mit einem Uralt-Servo. Und der Empfänger hängt also hier an einem BEC von meinem Brushless-Controller dran. Der Motor ist aber nicht angeschlossen. Ich benutze den Controller jetzt einfach nur als Spannungsversorgung. Genau, und dann machen wir mal als erstes den Sender hier an. So, dann gucken wir mal, was sich hinten getan hat. Also, da leuchtet eine rote LED auf dieser Trageplatine, sagen wir mal. Das bedeutet, dass die Spannungsversorgung da ist. Der kleine Empfänger, der sagt ja nichts. Der hat zwar auch eine eigene Leuchtdiode, aber die leuchtet momentan nicht. Das ist in diesem Fall ein gutes Zeichen. Wenn ich jetzt zu lange rede, dann geht er auch irgendwann in den Wi-Fi-Modus. Aber in diesem Fall, wenn er jetzt nicht leuchtet, dann wartet er darauf, dass er sich mit einem Empfänger seines Realms verbinden kann. Den müsste ich natürlich jetzt erstmal einschalten. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt noch, bevor diese 60 Sekunden Wi-Fi-Verbindungszeit ablaufen. Ich setze jetzt mal den Empfänger hier unter Strom. So, jetzt hat es gebrummt und der leuchtet jetzt also auch konstant. Das heißt, er ist verbunden und jetzt kann man also auch hier erahnen, zumindest, dass die grüne Leuchtdiode von dem als Sendemodul geflashten kleinen Empfängers, ALRS-Empfängers, jetzt auch leuchtet. Perfekt. Das funktioniert. Und Servo geht auch. Prima. Und natürlich geht alles andere auch von ELRX. Also wenn wir jetzt mal das ExpressLRS-Skript aufrufen, dann kommen alle Infos. Und natürlich können wir auch über die Remote Devices uns Informationen besorgen, also in dem Fall über den Empfänger, den RadioMaster ER8. Der erscheint hier, sonst ist ja kein weiteres Gerät angeschlossen. Und ja, da kommen die ganzen Infos über den Empfänger. Man kann seine Einstellungen tätigen, ganz normal. Also man merkt gar keinen Unterschied, dass das jetzt ein, ja, ein ELRS-Empfänger ist. Natürlich darf man jetzt von dem kleinen Ding hier nicht super Reichweiten erwarten. Also alles unter 1 Kilometer, würde ich mal sagen, ist okay. Und natürlich darf man den hier mit seiner Antenne auch nicht in ein Metallgehäuse einbauen. Das ist auch der Grund dafür, warum auf der Platine hier die Kupferbeschichtung an der Stelle aufhört, damit er also frei strahlen kann. Die Plastikabdeckung hier, die macht natürlich nichts. Und dasselbe Spielchen haben wir dann auch bei der FreeSky X9E. Da ist das Ding also komplett intern eingebaut, aber die Anlage hat ja auch einen Kunststoffdeckel und da funktioniert das auch. Und da gibt es noch andere Besonderheiten, die zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Dazu werde ich dann noch eine von den Platinen hier bestücken und euch dann auch zeigen, wie das in der X9E netterweise eingebaut werden kann. Okay, das war's mal für heute zu dem Thema ExpressLRS für Funktionsmodellbauer. Schön klein hier in der Anlage drin. Natürlich braucht man das bei modernen Anlagen unter Umständen gar nicht zu machen, wenn man die sich direkt mit einem ELRS-Modul bestellt, also mit einem internen, also beispielsweise wie die RadioMaster Boxer oder die MT12. Die kommen mittlerweile schon mit der Möglichkeit, dass dort ein internes ELRS-Modul eingebaut ist. Okay, wie gesagt, alle Details, Produktionsdaten, Platinenlayout und so weiter und so fort findet ihr auf der GitHub-Seite und den Link dazu stelle ich dann in die Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.